und Jan, dann Johannes und Sven und am Ende Marco und Jürgen. Vielleicht hört man es gerade noch. Herzlich willkommen an alle, die da draußen jetzt uns zugeschaltet sind. Die drei Leute. Jens Hulber mit den großen Anweisungen an das versammelte Volk. Wir haben über 20 Tester versammeln können und damit etwa 19 mehr, als wir aktuell Zuschauer haben. Aber das wird uns nicht daran hindern und stören, dass wir jetzt, wie John Pferdelack sagt, los geht's. Genau diesem Motto folgen, würde ich vorschlagen. Die Geschichte ist folgende. Ich glaube, man muss ja erst ein bisschen weiter ausholen. Dass hier auf dem Tisch mittlerweile ausgeräumt die Senfe stehen, die es ins Finale geschafft haben. Alle Stammzuschauer wissen das natürlich, der Mutate Luxemburg gegen den Dijon. Wir haben 5 Kategorien, die da wären: Bratwurst, Leberkäse, Wiener, Eitrige und Grillkäse. Und jeder musste hier eine Stimme abgeben und gleich musste sich dafür rechtfertigen, warum er so abgestimmt hat. Und das heißt dann für uns, dass wir am Ende auslosen werden. Wir sehen schon hier einige Fanbekundungen von vor Ort. Das Team Dijon hat sich hier schon lautstark gemeldet. Und dann werden wir am Ende auszählen und dann werden wir den Senfweltmeister und keinen geringeren als den Senfweltmeister küren. Wir sehen, wir haben ein hochkarätiges Feld, wenn ich hier ganz kurz ein bisschen durchschwenken darf. Und Jens Hulber hat es ja erwähnt, ich kann mir natürlich nichts merken. Wer war jetzt nochmal der Erste? Der Marcel und Nicola beginnen. Marcel und Nicola müssen rein. Ich sehe, Marcel zählt gerade noch zusammen. Oh, wir müssen noch die Champions League-Hymne spielen, meint John, aber das dürfen wir aus GEMA-Gründen natürlich leider nicht. So, Marcel und Nicola, die sich hier neben mich setzen dürfen. Wir haben so ein bisschen eine andere Optik, als wir das immer während der anderen Folgen hatten. Passt das hier oder bin ich an der falschen Seite? Du darfst hier gerne die Seite, auf die du möchtest. So, Nicola und Marcel. Oh, wir sehen zum einen, ihr habt unterschiedlich abgestimmt. Marcel, wir fangen bei dir an, weil es bei dir richtig knapp war. Was hat den Ausschlag gegeben? Mir ist das beim Dijon insgesamt dann ein bisschen zu viel. Also wenn der Senf da in die Nase geht, ist okay. Aber wenn er dann ganz oben ankommt, also es war mir dann ein Tick zu viel. Grillkäse ist natürlich eine ganz schwierige Trägermasse, finde ich. Das war eine spannende Idee. Also ich finde, also von der Gesamtkomposition würde ich sagen, kommt mir der Luxemburger ein bisschen mehr. Also Luxemburger 3-2 bei dir. Bei dir gewinnt der Dijon 4-1, Nicola. Ja, und das ist jetzt kein Homer-Pick, das ist tatsächlich so, bei mir, wenn ich Senf esse, das soll so richtig durchziehen und durchknallen. Und im Grunde genommen war es das Gleiche mit dem Grillkäse, der dann bei mir die Luxemburger Stimme bekommen hat. Das war dann so, der Grillkäse war dann nicht stark genug. Das war so, als würde ich nur Senf essen. Ja. Und Senf pur will ich dann doch nicht haben, von daher war es dann okay, dass der Luxemburger nicht so ganz so reinzieht, deshalb der Luxemburger. Beim Grillkäse, aber ansonsten klares 4-1. Klares 4-1. Unterm Strich aber natürlich von euch beiden jeweils nur eine Stimme. Dann am Ende kann es ein Tiebreaker sein, dass es bei dir zum Beispiel so klar war, bei dir knapper. Das werden wir sehen. Das kommt aber jetzt erstmal in die Urne und ihr beiden, kommt noch nicht in die Urne, aber ihr beiden müsst natürlich jetzt runter und bei Big Show Nummer 333 moderieren, oder ihr dürft das natürlich. Das schon mal zu merken, morgen auf Sportradio 360 gibt es die Big Show 333. Wahnsinn. Die nächsten, die sich hier einfinden, Paul und Fabi, vielen Dank euch beiden. Applaus gibt es heute nicht, weil das Publikum komplett beschäftigt ist, selbst zu essen bzw. selbst die Stimmzettel auszuführen. Wir werden hier gerade mal die Kamera ein bisschen professionalisieren. Kannst du ein Wort zu deinem Outfit sagen? Die Zuschauer da draußen sagen schon genug zum Outfit. Ich würde aussehen wie ein Sektenführer, habe ich da gerade schon gelesen. Ich halte mich mehr wie ein großer Senfexperte, dachte ich, kleide ich mich. Aber so kann man daneben liegen, ne? Ja, möglicherweise. Also die sind hier schon abgestimmt worden, die kommen dann hier hin. Und hier haben wir, Paul Häuser mit einem klaren Ergebnis. Und bei dir auch ein 3-2. Warum war es bei dir so knapp? Also scharfer Senf ist eigentlich genau mein Ding. Deshalb habe ich den ersten Punkt auch direkt bei der Bratwurst verteilt. Ich muss ehrlich sagen, wie auch meine Vorgänger, Grillkäse ist tough, ja. Gar nicht mein Ding. Und Leberkäse mag ich auch nicht so. Deshalb habe ich den Senf, den ich nicht so mag, einfach... 2 Punkte verteilt, aber 3-2. Gnadenpunkte. 3-2, Fabi, für den Dijon. Und bei dir ist es ein 5-0, Paul. Kantersieg. Das heißt, du hast es gerne in der Nase. Ja, es muss knallen und mei, bin einfach ein scharfer Typ.
Paul Häuser, meine Damen und Herren, würde ich da einfach nur sagen. Das ist Phrasenschwein. Hier, zack, rein. Sascha und Günther sind die Nächsten. Danke euch beiden. Ja. Ihr seht, wir sind hier, da geht's ratzfatz. Wir fertigen die Leute einfach ab. Ich glaube, Sascha bist übrigens du. Sascha Bandermann. Nein, weil ich ja kein Fleisch esse. Ja, ja, aber du wirst ja Saskia trotzdem. Saskia soll es sein. Oh, Saskia soll. Entschuldigung, wir müssen an Jens Hulbers Schrift noch arbeiten. Ich kann es auch einen Grillkäse viermal testen. Nein, aber du wirst trotzdem nachher gerufen, glaube ich. Oder? Oder nicht, Jens? Da muss ich gleich noch die Regie fragen, ob der dann nicht aufgerufen wird. Was bist denn du bitte für ein? Ich bin schlecht vorbereitet, aber ich wurde dazu gezwungen. Saskia, Ladies First, gut, dass ihr glaubst. Ihr beiden übrigens mit dem gleichen Ergebnis. 4:1 für den Dijon. Saskia, warum hatte der... Oh, was steht da? Aus Mitleid. Ja, eigentlich ist es ein 5:0, aber... Wow. Die Bratwurst, mein Herz für Außenseiter, deswegen. Die Bratwurst hier aus Mitleid, wenn man das sehen kann. Eine Stimme für den... So schlecht war er nicht, aber gegen den anderen... Kommt da nicht an? Nee. Ich hätte nach dem zweiten eigentlich aufhören wollen. Also. Okay, verbrannte Erde, die der Dijon dahinter lässt. Da schmeckt man auch nichts mehr danach. Nee. Vielleicht wäre die Reihenfolge auch relevant gewesen. Was bei dir auch so klar, Günther? Bei mir war es genauso klar. Gibt auch einen Mitleidspunkt. Ich freue mich übrigens sehr, dass ich im kleinen Finale schon abstimmen darf. Denn das kann ja nur das kleine Finale sein. Anders ist es nicht zu erklären. Wir warten nachher noch auf Händelmeier. Nee, es ist im Prinzip genau das Gleiche. Ich weiß nicht, was da aus Luxemburg ankommt. Das ist... Aber warum hast du dann ausgerechnet bei der Eitrigen die Stimme? Weil die selbst so viel Eigengeschmack hat, da brauche ich gar keinen Senf. Weil der schmeckt auch nach nichts. Also unter uns ist das... In Bayern ist ja nur das, was drunter ist, die Trägermasse, der Senf muss schmecken. Ich will jetzt den Namen nicht nochmal erwähnen, weil der Skandal ist eh groß unsere, genug. Unsere Zuschauer wissen das natürlich, weil wir hatten dich ja auch im Achtelfinale. Aber wie gesagt, die Weißwurst, gepresster Nebel, dient nur dazu, den Händelmeier zu transportieren an die Geschmacksknospen. Alles andere, also Luxemburg ist kein Senf. Dijon hätte ich durchaus unter die Top 3 auch privat gewählt, von daher... Okay. Kriegt er also hier Stimmen. Ist es einfach die Kraft der Eitrigen bzw. das Mitleid, das hier dem Luxemburger überhaupt eine Stimme gibt. Hart. Ganz harte Nummer, aber bevor die Luxemburger Zuschauer abschalten, wir haben noch ganz viele und als nächste haben wir nämlich Franz und Alexi, bitte. Alexi Menüsch. Möglicherweise befangen, Alexa. Oh, und wir sehen, du hast 3:2 für den Dijon gewählt. Wie viel davon war Patriotismus? Na, Patriotismus ist doch schon dabei, sowas. Nein, aber dass du für den Franzosen dich am Ende entschieden hast. Ja, also ich fand auch, dass es ein bisschen wie beim Marcel, dass der Nachgeschmack ein bisschen zu heftig war. Deswegen fand ich den Luxemburger gar nicht so schlecht wie hier in Zapf. Aber ja, ich fand, es war schon eine relativ enge Geschichte und völlig objektiv gewesen. Na, ja, deswegen haben wir dich ja auch hier und das erwarten wir von dir. Bei dir auch 3:2. Ja. Was hat bei dir den Ausschlag gegeben? Die Grundschärfe tatsächlich. Ich habe jetzt die 2 Punkte aber trotzdem bewusst, nicht aus Mitleid, sondern schon bewusst dann auch beim Leberkäse und bei der Eitrigen an den Luxemburger verteilt. Einfach aus schon genannten Gründen, weil die Eitrige auch so ganz gut schmeckt, da brauche ich nicht so einen Knallersenf dazu. Und der Leberkäse, ich mag den Geschmack von Leberkäse an sich eigentlich auch ganz gern. Da passt für mich dieser Meerrettich-Senf nicht so gut dazu. Aber ansonsten schon ein klarer Favorit. 2 knappe Ergebnisse bei Franz Büchner und Alexi Menüsch, jeweils 3:2 für den Dijon-Senf. Werdet ihr in Zukunft eigentlich euren Kühlschrank neu sortieren müssen? Nein. Nein. Bei dir, Franz? Sollen wir fragen, was jetzt schon im Kühlschrank steht? Ich weiß es jetzt gar nicht aus dem Kopf. Vielleicht Bautzner. Ich mag Bautzner sehr gerne, aber... Und er kam bei uns nicht gut weg. Das ist sehr schade. Das ist sehr schade. Der Bautzner war relativ früh weg. Ist bei dir Dijon Standard im Kühlschrank? Ja, kann man ja mittlerweile überall finden in Deutschland. Sehr angenehm. Du warst derjenige, der ihn nach Deutschland gebracht hat. Vielen Dank, Alexi und Franz. Jetzt haben wir Christoph und ich kann das schon wieder nicht lesen, Jens. Möglicherweise könnte das Pete heißen. Ich glaube, das heißt Pete. Oh. Ja. Klarer Punkt ist. Christoph mit dem 5:0 und hier verbotene politische Äußerungen. Das kann man gar nicht lesen, weil das doch, hier kann man es lesen, von Piet Fink. Aber du hast trotzdem abgestimmt. Und du hast abgestimmt
Eigentlich ist dein Stimmzettel ungültig. Dann schmeiß ihn weg. Oh, Pete Fink. Pete Fink hat nämlich den anständigen, wie muss ich das halten, so, dass man es lesen kann, den anständigen Luxemburger durchgestrichen, Händelmeier dazu geschrieben. Mach so das mal bei der Bundestagswahl. Dann ist er halt ungültig, mein Wahlschein. 5:0. Ich schließe mich dem Kollegen Günther Zapf an. Diese Wahl, lieber Markus, ist ein Skandal. Aber hast du denn trotzdem die Wurst probiert? Die Wurst war super. Aber ohne Senf hast du sie probiert? Ich habe sie mit Senf probiert, ich habe sogar Zeugen. Stefan Ehlen war neben mir gesessen. Absolut. Beim Probieren. Ich habe es probiert, Dijon-Senf schmeckt mir nicht. Ich möchte bitte meinen Händelmeier, das ist die Nummer 1. Aber war das jetzt ein 5:0 für den Luxemburger oder war das eine Fantasie? Nein, das war 5:0 für Luxemburg. Was meinst du, können wir das durchgehen lassen? Brauchen wir nicht verstehen. Nee, können wir auch nicht verstehen. Der ist ein bisschen flach, der Luxemburger, oder nicht? Da geht es auf der Zunge. Du, ich komme nachher zu meinem Voting. Ja. Hier geht es ja eigentlich nur um euch und hier geht es um glattes 5:0 für den Dijon aus deiner Sicht, weil bei dir auch die Nase zählt. Ja, also der Luxemburger ist schön auf der Zunge, kommt aber nicht zum Gaumen. Deswegen ein bisschen kräftiger Dijon, ehrliche Nummer, richtig schön auf die Fresse. Das ist für mich zu fachkundig, wenn ihr hier von Zunge und Gaumen kommt. Deswegen würde ich sagen, kommen die Nächsten. Vielen Dank für eure Stimmen. Und wir sind mittlerweile bei, was heißt das, Stefan E. und Jan? Ja. Stefan E. Vielleicht verknittert hier. Oh, verknittert. Ja. Mit Leidenschaft gewählt bei Jan. Fangen wir dann gleich mit dir an. 4:1 für den Dijon. War das auch Mitleid bei dir? Nee. Also der Dijon aus vorher genannten Gründen schon, der ist einfach spannender. Der ist scharf, wie ein Senf sein muss. Aber ich fand ihn vom Grundgeschmack der Wiener sehr ähnlich, deswegen hat da der andere gepasst, aber bei allem anderen war der Dijon von mir. Der Dijon, der sich hier als großer Favorit möglicherweise schon für den Finalsieg herauskristallisiert. Wenn hier nicht diese Karte von Stefan kommen würde mit einem 3:2, ist das Protestwahl? Nee. Also der Luxemburger war für mich der bessere Allrounder. Aber punktuell bei der Bratwurst und der Eitrigen, die kamen aus einer Pfanne. Und da hat die Show einfach mit ein bisschen mehr Schärfe gepumpt. Also, es ist noch nicht, unsere lieben Freunde in Luxemburg, schreibt euch noch nicht ab, schaltet noch nicht ab. Wir sind übrigens gerade bei 98 Zuschauern. Ihr dürft nicht vergessen, liked unseren Kanal, schickt den Daumen nach oben. 3:2, danke euch, danke Stefan. Und weiter geht's mit Johannes und Sal. Nee, so, ich könnte dir mal... Sal, bist du uns noch sauer, dass wir die amerikanischen Senfe so früh rausgeschickt haben? Nein, ich habe Jens gesagt, dass meine Frau war in Amerika letzte Woche. Wir hatten zwei echte Amerikaner dabei. Ja, aber echte Amerikaner, aus Amerika. Aber nicht Golden's Golden Brown Mustard. Nein. That's the best. Aber du weißt, hinterher... It's the best, believe me. Aber hinterher kann jeder damit ankommen. Du musst nächstes Mal rechtzeitig... Ja. Weißt du, wir können da nicht. Ist das 4:1? Eine Stimme nur für den Dijon. Ja. 4:1 für den Luxemburger war das. Die Dijon war so schlecht. Ich bin der Meinung, dass die Scheiß am Radler und die Leberkäse, die bad taste disappeared from my mouth from the Dijon. So, das ist warum es ein bisschen. Es ist ein schlechter. Ist auch nur ein halbes Kreuz. Ja, halbes Kreuz, genau. Aber die erste. Geschmack von alle, ich stimme zu, das war ein bisschen flach, aber it shouldn't be so out and powerful, dass du kannst nicht die Fleisch und die Käse genießen. Lars hat gerade geschrieben, du magst ja auch die Knicks, also nimm da deine Wahl nicht ernst. Was sagst du dazu? Come on, man. Also war schon drunter. Johannes. Danke, Sal. Willkommen zu Johannes. Bei dir ein 4:1 für den Dijon. Ist es wirklich so? Ist der Luxemburger wirklich so schlecht? Also mich hat der Luxemburger so ein bisschen an das, was mein erster Schwimmlehrer mal zu meinen Schwimmversuchen gesagt hat. Nicht ganz schlecht, aber also das war so die... Es ist ganz nett, auch mit der Eitrigen. Das war eine ganz schöne Ergänzung, weil die schon sehr dominant ist. Aber das war eine schöne Ergänzung. Ich find einfach, der Dijon-Senf, der hat so ein, ist ein schöner Widersacher. Ja? Ich brauche Gegner auf Augenhöhe zu dem Flavor von der Bratwurst und dem Leberkäse oder auch überhaupt. Und es muss knallen am Ende. Hat es definitiv getan. Johannes Knut, das Essen als Kampf, demnächst im Buchhandel erhältlich von dir. Danke euch beiden. Ja. Wen haben wir denn noch? Marco und Jürgen. Ja, ich schaue hier gerade noch.
Deine Frau schreibt in diesem Moment übrigens Skandal, habe ich gerade gesehen. Ja. Marco Hagen, du hast bei 2 nicht abgestimmt. Das ist wahrscheinlich schon herausradiert worden hier. Das sollte das eine 5-0 sein? Nee, 4-1. 4-1. Weißt du noch, wo du für den... Kann ich dir sagen, ja. Für den Luxemburger... Bei Leberkäse. Habe ich mich verschrieben. Leberkäse, ja. Leberkäse. Leberkäse. Mhm. So war das. Ja. Jetzt schaue ich aus wie so ein Sektenanhänger von dir. Ne? Ja, absolut. So habe ich es auch am liebsten eigentlich, Jürgen. Darf ich mit Marco kurz anfangen? Du kannst dabei an meiner Schulter bleiben. Natürlich. Ach, Kuschelzeit. Marco 4-1, wir wissen von dir, ohne Löwensenf macht es dir eigentlich sowieso keinen Spaß. Gut. Ist dann der Dijon das, was dem Löwensenf am nächsten kommt? Ja. Willst du mehr wissen, oder? Warum zum Beispiel? Nein, es ist ja echt, das, ich bin aus Protest hierher gekommen. Also ich, du weißt ja von Anfang an... Hast du bei der Hymne gekniet, so wie Günther Zapf? Ja, meine, wir sind uns so einig, Günther und ich, ne, dass der Löwensenf einfach hier... Also diese schwachsinnigen Argumente, von wegen Akkreditierung zu spät eingereicht... Hast du uns den Löwensenf geschickt? Nee, aber der ist überall an der Ecke ja erhältlich. Wir haben aber hier Senfe, wir haben Senfe, die uns geschickt wurden. Du weißt, wir können uns keine Senfe leisten, wir geben unser Geld für Klamotten aus. Aber es fehlt noch so die Stickerei, habt ihr eben schon mal gesagt. Ja, die gibt es dann beim nächsten Mal. So das ein, zwei Sternchen oder die, so. Die gibt es dann beim nächsten Mal. Hier übrigens auch ein 4-1 bei Jürgen Schmieder. Ja. Und auch ein Mitleidspunkt. Nur Mitleid? Ja, aber so braucht man denn ins Finale kommen. Also ich unvorbereitet, spielen die eigentlich zu fünft? Also wie die ins Finale gekommen sind? Alles nachzuvollziehen. Ja, aber wer hat denn den ins Finale gewählt? Also bei dem ist ja, sind ja nicht bloß Geschmacksknospen weg, sondern da ist ja nur, da ist ja Eiterige drüber. Also man kann nur krank oder geistesgestört sein. Jürgen Schmieder ins Finale zu werden. Jürgen Schmieder, bitte also, Größe im Sieg und in der Niederlage. Ich muss mir jetzt ein bisschen mit Händelmeier. Um ein bisschen Würde zu verleihen. Ich lade dich jetzt schon ein, wenn wir das Ergebnis haben, dich zur Analyse noch kurz einzufinden. Selbstverständlich. Das würde mich sehr freuen. Ist bis dahin nicht zu viel davon? Das ist ja Senf. Ja, natürlich. Das merke ich jetzt. Das ist geil. Jürgen, was ist denn eigentlich bei dir kaputt? Fragen wir uns. Die Geschmacksnerven funktionieren, aber der Rest? Die Liste ist leer, mein lieber Jens. Wer fehlt uns denn noch? Nur du. Nur und du? Ich habe nicht gekostet. Jens Rüber. Dann setz dich neben mich, wir müssen jetzt auszählen. Du nein, das machen wir dann später. Wir kommen nochmal live. So viel Zeit haben wir nicht. Nein, wir müssen das in einer Live-Show machen. Machen wir das live, bitte. Ich habe 3-2 übrigens als völlig Verirrter für den Luxemburger abgestimmt, weil mir der Dijon in vielen Momenten zu viel Krawall gemacht hat. Ich bin ganz anders als Johannes. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ich möchte dann gerade auch beim Essen nicht diesen Krieg im Mund erleben. Diesen Kampf. So, wir machen das jetzt live. Mit live. Marcel sind es 6-4. Nein, müssen wir nicht. 6-4. Wir machen jetzt das 2-0. Das ist ja 2-0. Ja, wie? Ja, es gilt ja die Karte. Ich habe ja hier quasi die Punkte. Der Sieger. Nein, der Sieger. Der Sieger der 2 Karte. 2-0, na bitte. 2-0. 2-1. So, hier, damit man das so ein bisschen spiegelverkehrt. 2-2. 2-3. 4-2 Dijon. 5-2 Dijon. Das wird 6-2 Dijon, 7-2 mit dem Franz, der Piet, werten wir Piet? Ja, das kann man ihm nicht anzunehmen. 7-3, 8-3 Dijon, 9-3 Dijon, Stefan gleicht 9-4 Dijon, Sal, what was this? Luxemburg. 9-5 Dijon, Johannes hat auch den Dijon, 10-5, Marco 11-5, was soll ich sagen? 12-5 und damit neuer... Undefeated, undisputed, sagt man das so, Jürgen Schmieder? Ja, undisputed. Senf Champion of the World, der Dijon aus Frankreich. Aber hier wird schon das ein oder andere französische Lied angestimmt. Jürgen Schmieder, bleib doch gleich mal hier, oder setz dich doch gleich nochmal zu uns. Ganz kurze Analyse mit Jürgen, weil dann muss weitergearbeitet werden. Ganz kurze, knackige Analyse vor 94 Menschen, die uns 33 davon haben uns den Daumen nach oben gegeben. Wir brauchen noch mehr Daumen nach oben. Was machen denn die anderen 61? Die finden uns scheiße, oder? Ja, die finden den Knopf nicht. Achso, du weißt ja, jeder hat so seine Schwächen. Der eine mit dem Gaumen, der andere mit den Augen. Was ist der denn, Händel mal? Ich kritisiere gar nicht dich, da gab es ganz andere Mose. Es geht ja gegen die Truppe. Oh, hier wird schon gesagt, wehe, der schmeckt nicht. Anscheinend wird hier schon eifrig bestellt. Ihr könnt das übrigens dann auch in der Beschreibung der anderen Videos machen. In der Beschreibung von diesem Video pflegen wir das Der Dijon ist ja ein fantastischer Senf. Ich finde ihn aber manchmal zu extrem.
Ja, aber der macht sich wenigstens breit im Mund. Also ja, da passiert aber, was, das aber, Action. Aber dann der kommt auf die Zunge, rollt sich drüber, macht mal Feuer, dann sagt er, wenn hier eine Eitrige kommt zum Löschen, macht psch, dann geht's weiter, dann sagst du, oh, die Nase macht er auch noch frei, wenn du ein bisschen Schnupfen hast, dann geht's hinter im Abgang. Das ist richtig, aber ich hab keinen Schnupfen. Und bei dem anderen, da passiert da gar nichts. Also das ist ja ungefähr so, man hofft auf ein Finale zwischen Federer und Nadal und dann spielt Nadal gegen Kevin Anderson. Genau so. Aber ich, und jeder, der dann sagt, ja, ich bin eigentlich ein ziemlich langweiliger Typ, also hoffe ich, dass Anderson gewinnt. Aber was muss man für ein Mensch sein, um das zu sagen? Ich hoffe, dass Anderson gewinnt. Solche Menschen sind wir nicht. Aber ich frage mich, bei dem Dijon hätte man hier eigentlich auch die Kategorien weiß lassen können, weil man schmeckt zu wenig, was man da tatsächlich isst. Da wird dann der... Du hast diesmal dich gedrückt, Jens. Ja. Das kann ich übrigens nicht. Ja, ich bin Dijon-Fan geworden, aber, was soll ich sagen? Es ist ja dann so, dass man da gar nicht mehr so richtig merkt, ist das jetzt ein Leberkäse, ist das jetzt eine Wurst, außer vielleicht bei der Eitrigen, die ist relativ stark. Ja, ja, völlig richtig. Also aber, was sagt denn jetzt eigentlich die Senf FL? Also jetzt gibt's wir Titel, sind die Senf FL. Ja, eben. Ja. Und ich frage jetzt, ich habe eine Regelfrage. Ja. Also es gibt jetzt einen Titelträger, der den Gürtel hat. Ja. Wird jetzt ausgeschrieben und kann Händelmeier fordern. Und dann gibt es einen Kampf. Es ist wie beim Americas Cup. Ich würde sagen, Alexi, du kannst es mal... Kann jetzt bestimmen, wie nächstes Jahr, weil er Franzose ist, wie nächstes Jahr die Geschichte aussieht. Er hat möglicherweise eine Pflicht. Welche Kriterien drankommen und wo getestet wird. Einreichen. Ja. Ich würde sagen, einreichen kann man mal. Einreichen kann man mal. Was daraus wird, wissen wir nicht. Ich muss aber noch ganz kurz... weißer Rauch wird hier gefordert, können wir nicht machen. Jens, oder? Ja. Können wir das machen kurz? Erst unten dann. Na, schade. Sonst hätten wir ja kurz die Tischdecke angezündet, geschaut, was damit passiert. Bevor wir aber das Haus abbrennen, denkt dran, morgen Donnerstag ist das dann, die 333. Folge der Big Show. Ab 17 Uhr wird Jens Hulber sie online stellen. Ihr seht, er arbeitet schon ganz schön hart daran. Er teilt gerade hier übrigens die Räume ein, in denen die Leute dann sprechen, Klammer auf müssen, Klammer zu. Ja. Jürgen Schmieder und ich werden noch ein bisschen kuscheln und wir haben vor allem einen starken Senfschnaps. Nein! Den können wir jetzt probieren. Andreas Daubitz, sei Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Drückt auf Daumen hoch, abonniert uns, denn sowas darf man nicht verpassen, finde ich. Niemals. Keiner sollte das verpassen. Pause. Niemals sollte das jemals wieder verpassen. Jens Hulber macht Pause bei der Big Show. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Andreas Daubitz, the best von Henning. Genauso ist es. Wir werden den Schnaps als nächstes testen. Schöne Grüße. Bis bald. So, jetzt fängt ihr ab.